Ja, hallo. Ich möchte Sie heute herzlich willkommen heißen zur Produktvorstellung für das Jahr 2016. Wir haben da im Vorfeld uns sehr viel Gedanken gemacht und der Gedankengang fing eigentlich 2014 mit der Feeder Challenge in Terneusen an, dass wir ein Futter gebraucht haben, wo wir kleine Skimmers vorwiegend fangen können mit einer sehr hohen Wolkenbildung und ein Futter, was sehr, sehr leicht ist, was auch sehr, sehr leicht aus Plastikkörben rausgeht, um da eine sehr schnelle Auflösezeit zu bekommen. Ja, und rausgekommen ist jetzt nach über 1,5 Jahren Vorlaufzeit unser neuer Skimmer-Mix. Den hatten wir vorletztes Jahr bei der Feeder Challenge im Einsatz, dieses Jahr bei der Feeder Challenge im Einsatz. Bei der Weltmeisterschaft ist er gefischt worden. Bei etlichen Sektorensiegen dieses Jahr und auch letztes Jahr habe ich ihn im Einsatz gehabt, speziell auch in den Sand am Mainseen, wo wir wirklich sehr gut ausgesehen haben dieses und letztes Jahr. Ich denke, wir haben Futter gebaut, was wieder etwas anders ist als alle anderen Futtermischungen, die in die Richtung gehen. Wir haben ein sehr leichtes Futter, ein sehr weiches Futter, was wirklich, wenn man das nachher in der Hand hat, wie Watte ist. Und wirklich sehr, sehr gut auf kleine Skimmers, beziehungsweise Skimmers so bis 500 Gramm und Rotaugen funktioniert. Ja, und ich werde Ihnen jetzt erstmal zeigen, wie wir das Futter anmachen, weil das ist sehr wichtig. Wir haben auch wieder hier uns was einfallen lassen, dass es für Sie sehr einfach ist. Und das möchte ich Ihnen jetzt eben zeigen. Wir nehmen vom Grundsack erstmal nur eine Tüte Futter, das ist 1 Kilo. Hier können Sie jetzt optional, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte noch ein bisschen Hanf hinzutun oder ein bisschen kleine Eicake-Partikel oder so, dann kann man das gerne tun. Aber vom Grundsatz braucht man dieses Futter nicht mehr verändern und kann das so direkt aus der Tüte angeln. So, ganz einfach, ich gehe mit der Schale hier rein. Wir passen in die Chipsdose 750 Milliliter, die habe ich jetzt mal voll gemacht. Da können Sie gleich sehen, wie viel Wasser wir benötigen. Wir sehen auch jetzt, das Futter ist noch sehr hell, es hat einen gräulichen Touch. Es wird natürlich gleich etwas dunkler. Und hier brauchen Sie auch sich keine Gedanken machen, wie oft muss ich so ein Futter sieben oder wie oft muss ich so ein Futter nass machen. Wichtig ist hierbei ein bisschen rühren, immer mal von der Konsistenz fühlen, das hier ist noch sehr trocken. Dann geben wir nochmal einen Schuss Wasser einfach dabei, rühren das weiter um. Ja, bis wir fühlen, sage ich jetzt mal, dass es etwas klammer von der Konsistenz wird. Jetzt haben wir eigentlich vom Grundsatz ein Futter hier schon, was so angelfertig wäre, wenn wir sieben würden. Und jetzt machen wir das so, jetzt übernässen wir das Futter ein klein wenig, weil das doch sehr viel Nässe braucht, weil viele leichte Partikel da drin sind und damit diese richtig aufquellen, brauchen wir schon ja, ein bisschen mehr Wasser, dass das so ein paar Minuten hat zum Ziehen. Nochmal so ein Schuss dabei. So, jetzt seht ihr das. Es ist schon sehr nass. Ist jetzt auch erstmal im ersten Moment geht es nicht mehr gut auseinander, aber genau das ist gewünscht. Jetzt kippen wir das einmal um. Sieben das einmal durch. Geht auch sehr gut durch Sieb, also wir haben ja gar keine Klumpenbildung nachher oder Sachen, die schwer durch Sieb gedrückt werden müssen. Hier sind viele gute Brotmehle enthalten, die das Futter sehr, sehr locker machen und nachher auch, wenn der Fisch am Platz ist und dann in das Futter reingeht und dann hier ein Kaster raussaugt oder so und dann erzeugt er von sich aus, dadurch, dass er immer an dem Grund saugt, eine Wolke. So, das wäre es jetzt vom Prinzip schon gewesen. Das braucht man, das ist ein ganz kurzer Akt. Das muss man, ich sag mal, 20 Minuten, eine halbe Stunde vor Angelbeginn kann man das anmachen, das reicht. Als erstes stelle ich meine Kiepe hin, dann hole ich mir einen Eimer Wasser, mache mein Futter an und dann mische ich mein Futter einmal komplett an. So hat das dann gut eine Stunde zu ziehen. Und dann wird es auch immer fluffiger, das merkt man. Also wenn man es am Anfang drückt, wird es ja
noch ein bisschen klebrig, aber so, wenn man es dann wirklich mal 20 Minuten, eine halbe Stunde stehen gelassen hat, dann merkt man doch schon, wie wattig das Futter ist und wie viel Druck das entwickelt im Korb. Und wenn man dann auch mal einen Korb ins Wasser schmeißt und das mal reindrückt, dann merkt man auch, dass es eine sehr schnelle Auflöszeit hat. Diese Auflöszeit kann man natürlich auch verändern, indem man das noch nasser macht. Also man hat hier wirklich die Möglichkeit zu sagen, das Futter, das kann man fast gar nicht zu nass machen, weil es geht immer aus dem Korb. Auch wenn man auf Rotaugen schnell angelt, dann sage ich, macht es noch einen Ticken nasser. Dann geht es beim Anschlag direkt raus. Das ist auch mal wichtig, dass man dann keine Verschleppung hat vom Futter, was dann die Fische vom Platz zieht. Und das ist halt mit dem Futter gewährleistet. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich denke, ich habe vieles erklärt. Wenn irgendwelche Fragen sind, wie gesagt, auf Facebook oder wer meine Telefonnummer hat, kann mich immer gerne fragen. Das passiert ja auch mittlerweile schon sehr häufig. Aber ich versuche immer zu antworten. Und wer diese beiden Möglichkeiten nicht in Betracht zieht, der hat halt die Möglichkeit, in Unna auf der Messe oder auch auf der Messe in Bremen mir Fragen zu stellen. Kann ich auch nochmal alles erklären. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich denke, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Futter und wie gesagt, wenn was ist, meldet euch und ansonsten immer dicke Fische und volle Netze.